Guten Morgen, ihr Pferdenerds. Herzlich willkommen mal wieder zu einem Follow Me Around. Ich glaube, das letzte ist mehrere Monate jetzt her. Ich habe den ersten Teil meines Tages heute schon geschafft. Und jetzt muss ich aber noch ganz dringend das Video für heute, also heute ist Mittwoch, der 1. Juni, noch fertig machen. Und zwar habe ich jetzt hier noch die ganzen Links zu setzen, damit das am Ende dann halt auch vernünftig aussieht. So. Yay, 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 yay. Ich weiß noch, ich hatte hier irgendwo Infokarten und ich muss natürlich noch die Endcard machen. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall noch fertig machen. Mal gucken, ob ich noch ein kleines Frühstück zu mir nehme. Und dann geht's auch schon los. Bis gleich. So, endlich mal Frühstück. Ich habe jetzt mich einfach nur für so ein simples Müsli entschieden. Also, ich glaube, das, wie heißen die? Clusters? Irgendwas mit Nüssen und Mann! Haferflocken, dass ich ja, einigermaßen durchhalte. Ja, ich hoffe ja, dass wir uns noch irgendwo einen Kaffee holen und noch ein bisschen was anderes zu essen. Ja, aber all diese Sachen kennt ihr eigentlich schon aus meinem letzten großen Follow Me Around. Ich verlinke euch das hier oben nochmal in der Info, Infocard? Infocard? Mm. Mm. Ja, bis gleich. So, wir sind jetzt hier schon wieder unterwegs. Wie schon angekündigt, und das Wetter ist so richtig scheiße. Also, das heißt doch scheiße. Ja. Es ist kein schlechtes Wetter, ne? Nein. Ja. Nein, und es gibt schlechtes Wetter. Nämlich Regen. Oh, huch. So. Ja, was haben wir denn vor? Das wissen wir eigentlich noch nicht so genau, ne? Trocken bleiben. Trocken bleiben. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt demnächst erstmal noch ein zweites Frühstück besorgen. Und dann mal gucken. Mit Kaffee auf die Weide. Unter Bodenwäsche. Unter Bodenwäsche, genau. Mit Kaffee auf die Weide und dann erstmal die Hoppers holen und hoffen, dass sie nicht völlig durchnässt sind. Bis auf den Schlipper. Ja. Und dann mal gucken, was wir so machen. Also dann, bis gleich. So, jetzt sind wir wieder im Stall angekommen. Sind schon mit Gummistiefeln ausgerüstet. Und wir sind hier komplett abgesoffen. Yay. Da auch. Und es fängt gefühlt auch schon wieder an zu regnen. Eklig. Eklig, eklig. Tu mal was dagegen. Machst du schon mal Futter? Warte mal, ich stelle euch mal hier hin. Ihr kriegt ja nicht viel, wir machen heute ja auch nicht so viel. Das ist, ich verlinke euch mal das Futter in der Infobox unten, wenn ich das irgendwo finde. Ah, das ist dieses Agrops Wiesenmüsli. Genau. Mmh. 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 Ja, es ist auch lecker. Und es ist getreidefrei, insbesondere maisfrei und so. Ja, dann gibt es noch nicht das, was draufsteht, sondern Orgamin-Pellets. So ein Becherchen voll. Also Mineralfutter. Wir haben ja hier, ja bitteschön, ein bisschen Wasser dazu. Wir haben ja hier Mineralfutter zur freien Verfügung. Aber da Chico ja immer noch so, naja, da so rummäkelt, gibt es halt für ihn das, was er halt am liebsten frisst. Dazu. So macht man das mit der Kindererziehung. Genau. Immer Schokolade dazu zum Gemüse, damit sie lernen, dass Gemüse auch lecker ist für Schokolade. Aber mein Kind ist das, was in der Kita tatsächlich Gemüse futtert. Eins von den wenigen. Und dein Pferdekind ist das, was immer rummäkelt. Ja, man kann nicht alles haben. Hat immer irgendwas vibriert an meinem Hintern.
Katjas Hintern vibriert. Nee, das hat ja eingebildet. So, wir müssten aber mal. Jetzt los, ne? Ja. Okay. Oh. Katja war so lieb, mir ihre Motorradjacke zu leihen, weil es so regnet und ich dussel keine Regenjacke bei habe. Andele, 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 Andele! Mal gucken, wer wieder stecken bleibt. Aber jetzt ist richtig schön. Ja, nur, dass alles abgesoffen ist. Das ist herrlich. Ist das nicht schön? Ja, sehr schön. Yay! Also ein Pferd habe ich schon mal im Schlepptau. Ja. So, wen haben wir denn da? Schaut mal. Das Pony ist tatsächlich da. Und da hinten steht die Ronja. Da ist die Ronja. Da ist der Chico. Was, die Weide ist zu? Oh, echt? Wieso, auf der anderen Seite steht da ein Pferd? Ach so, stimmt, da ist ja auch offen. Ja, ja. Hallo! Chico? Kommst du her? Chico? Chico? Chico, komm mal, komm! Naja, so hoch motiviert ist er dann doch nicht. Komm! Na komm! Na komm! Ja, super! Ja, super! Klasse! Na, feiner Junge. Oh, klasse. Mausebacke. Sehr schön. Oh, was hast du denn da für ein... Guck. So. Immer, Leute, immer schön den Haken zumachen. Auch wenn es nur... Hallo? Guck. Immer schön den Haken zumachen, auch wenn es nur so ein... nur ein paar Meter ist, die das Pferd führt. Wenn die den Kopf schütteln... hauen die sich diesen scheiß Metallhaken nämlich ins Auge, im dümmsten Fall. Das wollen wir ja nicht. Oh, was hast du mit deinem Auge gemacht? Mal gleich nochmal behandeln. Weil wir haben gerade total Glück, dass die Pferde nicht am Arsch der Welt standen. Nicht am Ende der 30 Hektar, sondern hier vorne. Na? Ihr könnt euch ja nicht. Ach, guck mal, Abi und Walzi. Ach Mensch, best friends. Naja, er kriegt gleich eine gepflastert. Leider ist wahrscheinlich alles zu weit weg, dass man da irgendwas sieht, aber sie haben sich geeinigt, ist jetzt okay. Ah, ihr Knutschpferde. So, ihr Ponys, na dann zeigt mal, dass ihr euch benehmen könnt heute. So ein gechilltes Pony. Ich kann sogar meinen Kaffee noch weiter trinken. Und er läuft, kommt trotzdem noch mit. Heute. Ja, the fail. Aber es hat aufgehört zu regnen, tatsächlich. Die sehen nicht abgemagert aus, oder? Also Leute, ne? Auf Fotos kann man das ja immer nicht beurteilen, aber auf Videos natürlich schon. Ne? Sieht die Ronja abgemagert aus? Und der Fischaugeneffekt macht daran auch, also der ist dafür sehr hilfreich. Einfach mal stehen und nichts machen. Kleines bisschen dick. Wobei es geht eigentlich. Aber es ist halt auch ein bisschen rot. Wobei es geht. Es geht. Das haben wir schon schlimmer, viel schlimmer gesehen. Immer gleich mal mit Euphrasia-Tropfen. Hilft auf jeden Fall. Hier mal, ihr seht, also der Rücken ist natürlich komplett nass jetzt von dem Regenguss. Und der ist natürlich auch dreckig. Ja, logisch. So, und wenn ihr jetzt hier aber mit einer Bürste rangeht und das Pferd putzt, dann drückt ihr natürlich das Wasser auf die Haut drauf. Und dann wird es kalt fürs Pferdchen. Also deswegen am besten in Ruhe lassen, vielleicht so das Gröbste mal absemmeln, aber selbst das ist ja nicht unbedingt notwendig, wenn ihr sowieso nicht reiten wollt. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was... Was Ronja hat? Keine Ahnung. Ein Vogel. Weiß ich nicht, aber sieht man ja schön, ist ganz hart.
hier, wenn man denkt, oh, die steht ja jetzt still. Nee, tut sie nicht. Mhm. Das ist zum Glück ja angebunden. So. Ich glaube, ihr ist langweilig und sie weiß nicht. Oder da drüben sind ja auch Geräusche. Sieht man auch schön, wie sie sich anspannt. Wenn Chico hier relativ gechillt steht. Gleich springt sie irgendwie los oder irgendwas passiert. Guck, hinten zittert die schon. Mhm. Und eigentlich kann man sie jetzt entweder ein bisschen beschäftigen, aber am Anbinder kann man auch stehen, oder? Ja. Ey! Kein Grund, Chico ist ganz... Wenn du Chico anknabberst, kriegst du es mit mir zu tun. So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren, Chico und ich. Der Frau Schnabel ist da. Wo? Da? Hallo? Guck, guck, ja. Und wollen ja mal gucken, was Ronja jetzt dazu sagt, wenn keine Pferde mehr da sind am Anbinder. Und deswegen gehen wir jetzt eine Runde spazieren und werden jetzt mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen durch die Pfützen zu laufen, weil der Herr mag keine Pfützen. Lecker. Mm. So, ich bin jetzt schon auf dem Rückweg. Ich habe die Katja jetzt im Stall gelassen, also die beiden Katjas. Und mache mich jetzt auf den Weg zum Zug. Ich bin auch schon dezent spät dran. Aber, hui. Aber ich denke mal, dass wir das schaffen werden. Und dann fahre ich jetzt nach Hause und ich habe noch keine Ahnung, was ich da tun werde. Lass uns mal überraschen. So Leute, ich bin wieder zu Hause angekommen und habe jetzt noch so 2 Stunden Zeit, die ich irgendwie noch verbringen könnte. Und ich war jetzt gerade noch so ein bisschen am Kopfen. Und ich hatte vor kurzem ja noch die Idee, ich habe nämlich voll den Nostalgie-Flash bekommen letztens, als wir so alte Kisten ausgepackt haben und so. Oh Gott, hier sieht es schlimm aus. Ich weiß, hier sieht es schlimm aus, aber es ist so. Und zwar habe ich Folgendes gefunden. Und ich hatte jetzt so die Idee, mal so Let's Plays aufzunehmen zu diesen alten Pferdespielen. Das ist von wann ist das? 2001. Ich habe es auch schon getestet, es funktioniert tatsächlich noch auf meinem Computer. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man Let's Plays aufnimmt, aber so schwer kann das ja nicht sein. Und ich habe hier, kleinen Moment, eine ganze Palette voll mit Pferdespielen. Ja, ihr könnt mich gerne für bescheuert halten, aber das ist halt so meine stolze Sammlung. Und es sind auch nicht alle, stehen doch noch woanders auch noch welche rum. Ja, aber ich hatte überlegt, einen Zweitkanal aufzumachen mit so Pferdespiel-Let's Play-Sachen. Und schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, ob ihr auf sowas Lust hättet oder nicht. Ja, also ich würde das halt auf meinem Zweitkanal machen, weil ich denke, dass es auf meinen Hauptkanal hier halt einfach nicht hinpasst, aber ich hätte trotzdem mal Bock, das zu machen, würde das aber halt ohne Verpflichtungen tun. Also so, wie ich halt Lust habe und dann immer mal was hochladen, wie halt gerade mal was kommt. Schreibt mir mal auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal noch meiner Erkältung ein bisschen widmen. Joa, war so eine Idee, also schreibt mir mal, was ihr davon haltet, mal so, also zum Teil wirklich alte Pferdespiele zu sehen oder eben auch was Aktuelleres so, wäre auf jeden Fall ganz witzig. Ansonsten verlinke ich euch mal hier drüben noch 2 weitere Videos, ich weiß jetzt gerade noch nicht welche. Schauen wir mal, also werdet ihr ja sehen, was da, ja, da könnt ihr gerne weiter gucken. Unter mir könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung für dieses Video freuen, wenn ihr mehr Follow Me Around sehen wollt. Und ja, schreibt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!